Wo, wie, wann? Bei welcher Gelegenheit? Ich will es auch einfach nur verstehen. Ist ja nirgendwo ein Zombie-Spawn, außer der, den ich ausgeleuchtet habe, wo keine spawnen können. Rein theoretisch gesehen können da keine spawnen. Praktisch ist das natürlich mal wieder wie immer eine andere Sache bei Minecraft. Manchmal verarscht das Spiel ja so ein bisschen. So, wir sind Level 22, dann können wir demnächst ja schon Haltbarkeit auf unsere Spitzhacke draufzaubern. Auf die Diamantenspitzhacke, und dann können wir auch mal gelegentlich schon anfangen, hier die Sachen mit der Diamantenspitzhacke abzubauen. Dann werden wir sie aber erstmal nur für die Rohstoffe verwenden. Das Buddeln machen wir weiterhin mit den Eisenspitzhacken dann. Und wenn wir das fertig haben, danach kommt dann die Effizienz drauf, logischerweise. Und wenn wir die Effizienz haben, dann können wir anfangen, auch mal Monsterfallen einfach normal zu bauen, beziehungsweise eine spezielle, die wahrscheinlich jeder kennt, mit den vier Plattformen, ne, und so weiter. Die ist aber auch geil, die Monsterfalle. Einfach nur, um an Sachen ranzukommen, wie, Ingredients und so weiter, ne, also Zutaten für bestimmte Tränke und so weiter, dafür ist es optimal. So, ein Eisenvorkommen kommt selten allein. Und das kann im Prinzip auch noch nicht alles gewesen sein, wie ich immer so schön sage. Kohle, 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 Kohle. Kohle für mich, Kohle für dich. Kohle me. Kohle you. Kohle us together. Naturally. Kennt ihr ja bestimmt die Folge, oder? Von Simpsons. Jetzt ersetze das Wort say mit Bier. Beer you, beer me, beer us together, naturally. Schönes Lied. Damals als Alkoholiker, ich weiß noch. Damals als Alkoholiker. Alkohol ist auch so ein schönes, unschönes Thema. Ein schönes, unschönes Thema. Wenn wir nach unschönen Themen suchen, ist Alkohol ein schönes, unschönes Thema. Drogen allgemein ist so ein unschönes Thema, weil das, was unter Drogen fällt, aber im Prinzip, ich sag mal, keine schlimmen Drogen sind, laut Gesetz und so weiter, ne? Das ist ja so eine Verminderung der Tatsachen, ne? Was es eigentlich ist. Hab ich gerade den 17 Mal daneben geschlagen, einfach mal bei der Fackel. Nee, das ist so eine Verminderung der Tatsachen, ne? Mit Alkohol. Alkohol ist einfach mal die schlimmste Droge überhaupt und wird halt als Allgemeindroge angesehen und nicht verboten. Aber solche Sachen, ne, wie, also ich sag mal jetzt speziell gesagt Gras, ne, das wird einfach mal gesagt, das ist die schlimmste Droge überhaupt, Einsteigerdroge. Nach Gras nimmst du direkt Crack aus einer Pipe und liegst in der Ecke und bist tot, weil das nämlich jeder Grasraucher natürlich macht. Aber solche Sachen wie Alkohol sind natürlich in Ordnung. Das macht nichts. Da geht zwar die Leber direkt kaputt von Anfang an, aber das macht nichts. Wie, Gras ist krebsvorbeugend. Egal, darfst du nicht rauchen. Jetzt mal krass gesagt. Also, habe ich mal gehört. Ob's stimmt, ist eine andere Sache. So, ein Stack. Also 8 Dinger. Das hier ist ein Stack Kohle, Leute, ne? Das ist krass. Ah, nee, Quatsch, gar nicht. Wie kriegt man dann jetzt raus insgesamt? Ach verdammt, nochmal kurz einsammeln. So, 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 so. So, so, so. Ach Gott, ey, ich komme gar nicht klar gerade, ne? Okay. Wir machen das Ganze nochmal anders. Wir machen das Ganze jetzt so. Und verteilen so jetzt das gesamte Ding einfach. Yay. So, ich muss mich gerade kurz ein bisschen konzentrieren. Ah, okay. Man kriegt also 7 Dinger sind ein Stack. Jetzt wissen wir Bescheid. Und wir haben nur noch einen freien Platz, Leute, ne? Krass. Das ist quasi unsere Workbench hier. Scheiße. Das war so nicht geplant schon wieder.
Habe ich die beiden Kisten mit? Natürlich habe ich die beiden Kisten mit, das ist schon mal gut. Dann kann ich bei der Monsterfalle nämlich direkt bei der EXP farmen, nicht bei der Monsterfalle. Kann ich dann direkt eine aufstellen. So, aber wir müssen jetzt noch die Sachen wieder verschließen, wo wir nicht lang gehen mehr. Wo wir die Rohstoffe jetzt überall rausgeholt haben. Und das war hier ja, unter anderem. Ne, hier, das hier. Bis hierhin können wir also alles dicht machen, weil hier haben wir alles. Hier müssen wir nicht mehr hinkommen. So. Und dann machen wir es einfach mal so, so und so. Und so. Schon haben wir den Eingang hierzu verschlossen. Und sind nicht mehr dazu geneigt, dorthin zu gehen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ne? Habe ich jetzt mittlerweile schon ein paar Mal erklärt, immer die Eingänge dort zumachen. Einfach um auf der sicheren Seite zu sein, dass ihr dort auch nicht mehr dazu verleitet seid, dort reinzugehen. So, und hier machen wir es jetzt genauso. Erstmal gucken wir noch, ob wir hier noch irgendwo Rohstoffe finden, natürlich. Weil wir kommen hier gerade natürlich von der anderen Seite jetzt, ne? Von hier oben. Da ist ja die Ecke. Und hier haben wir alles dicht gemacht gerade. So, hier habe ich ja... Ach ja, stimmt, das war die Kohle, die ich rausgeholt habe. Das heißt, hier kann schon mal dicht gemacht werden. Dafür muss auch hier dicht gemacht werden. So. Das heißt, jetzt sind wir auch nicht mehr dazu verleitet, dort reinzugehen. Wie machen wir das? Gehen wir hier lang. Machen hier mal kurz eine Fackel hin. Und hier. Na, gucken wir hier mal kurz durch. Und das hat natürlich genau gepasst. So, aber hier bin ich ja lang gegangen und habe alles dicht gemacht, genau. Das heißt, du kommst mit. Du kommst Pietz mit. Und wirst hier dicht gemacht. Das heißt, das war's hier eigentlich auch, weil hier gibt's nicht weit, nichts weiter. So. So, so. Dicht. Die Fackel kann hier bleiben. So, und hier muss auch alles dicht gemacht werden, ne? Ja. Ich hab dich gehört. Ach, ihr seid hier oben, okay. Nee, dann wird das hier dicht gemacht. Hier sind wir jetzt überall gewesen. Das heißt, es kann dicht gemacht werden. Ja, mit der Fackel. Gib sie mir. Wie gesagt, dann spawnen hier zwar die ganze Zeit die Monster, aber das ist mir egal. Solange sie uns nicht auf den Piss gehen und im hellen Bereich nichts machen können, weil sie dort der Weg dazu für die versperrt ist, soll mir das egal sein, ob sie spawnen oder nicht. Komm mal her. Und eine Fackel. Way. Na, das ist doch mal was. So, das kann zusammengefasst werden. Dann haben wir wieder einen Platz mehr und dann können wir die Workbench doch noch mitnehmen. Weil hier oben sind wir jetzt im Prinzip auch fertig. Ich mache hier die ganze Zeit die Dinger zu und kann eigentlich im Prinzip den Anfangseingang dicht machen. Hätte ich vielleicht mal vorgucken können. Ja, aber dann kommt jetzt halt hier das Ding jetzt weg. So. Und damit hier halt auch insgesamt nichts mehr kommen kann, werden wir hier einfach mal den hier auch noch dicht machen, damit uns nichts auf den Kopf fällt. So. Dann hier noch eine Fackel hin. Und schon kann uns nichts mehr auf den Kopf fallen. Sonst wird es mir hier zu bunt. Na, ihr beiden? Aua. Das tat ja weh. Aber die kann ich jetzt leider nicht mal mitnehmen. Was geht hier eigentlich so? Das scheint voll die Party zu sein. Ja.
Stirb, Abschaum. Boah, ist das ein Riesenraum hier. Ein riesiger Batcave, Alter. Sieht das geil aus. Na, ihr beiden? Ihr drei? Ihr seid auch alle bekloppt, oder? Lebensmüde. Lebensmüde steht ihr da in Reihen und geht und wartet auf euren Tod. So, vom Grundprinzip her habt ihr gerade nichts gemacht. Hey. Mein kleiner Freund. Oh. Na los, komm her. Hey, warum fliegst du nicht wieder? Oh, ich muss was essen. Und... Und jetzt den Apfel. Haben wir den noch? Den habe ich natürlich oben schon gegessen. Weiß ich noch. Wusste ich natürlich alles noch gerade. Eisen, Alter. Der Hans Eisen wird sich freuen. Der wird ordentlich was zu tun kriegen. Der wird ordentlich Eisen einschmelzen müssen. Der wird seinen Brüdern und Geschwistern in der Welt Bescheid sagen müssen. Weltvorschläge werden übrigens auch gerne angenommen. Auch unter Twitter bitte auch. Unter anderem. Und zwar unter den Hashtag... unter welchen Hashtag denn? Auf jeden Fall auch unter den Hashtag natürlich den Gronkarton, ne? Da könnt ihr es auf jeden Fall auch drunter posten. Da werde ich öfters mal jetzt nachgucken auf jeden Fall. Eine Welt, ein Name für diese Welt, also insgesamt wirklich die Welt, sowas wie zum Beispiel bei Final Fantasy Spira oder bei World of Warcraft, wie hießen die nochmal, die beiden Welten, Kalimdor und Kalimdor und östliche Königreiche, glaube ich, war das. Was ist da hinten? Ist dort hinten unsere, ach, da hinten ist unsere Monsterfarm, ne? Hier ist die Dings. Tatsache, wir sind wieder bei der Klippe angekommen, bei der Schlucht. Da hinten ist die XP-Farm. Und so schließt sich der Kreis, Leute. So schließt sich der Kreis. Warum kommt denn der gerade nicht hoch eigentlich? Wo ist das Problem? Du bist doch eine Spinne. Du hast doch Krabbelbeine und bist eklig und widerlich. Und hier hinten ist ja noch was. Einfach mal ablenken lassen. Also kein Stück, ich doch nicht. Ich lass mich doch nicht ablenken. Wie ablenken? Ey, guck mal da am Fussel. So. Hallo? Irgendjemand da? Vielleicht ein netter Creeper? Hier war ein Enderman anscheinend. Ah, cool, dann können wir hier ein bisschen Kohle einsammeln, sag ich mal. Wollte schon sagen, hä? Seit wann geht's hier einfach nur so gerade in den Berg bei Kohle? Das breitet sich doch immer aus. Wie Baumwurzeln. Na? Unsere Spitzhacke ist gleich kaputt, dann können wir gar nicht mehr in der Monsterfalle weiterbauen. Obwohl doch, wir haben ja noch eine Workbench dabei. Und haben ja auch noch gleich zwei Plätze frei. Das ist auch nochmal das Wichtige. So, dicht machen. Dann kann da auch von mir aus was spawnen. Fackeln wieder mitnehmen, weil das Ende des Tunnels war. So. Hier geht's dann jetzt weiter. Zack, schon ist hier wieder der Weg versperrt. Hier kann wieder nichts mehr spawnen. Das habe ich jetzt nur gemacht, damit mich von hinten nichts überrascht, weil hier vorne haben wir ausgeleuchtet und dort hinten haben wir nicht ausgeleuchtet. Weil ich ja wie gesagt Fackeln sparen möchte. Nicht andauernd welche machen möchte. Und damit ich mich auch nicht weiter verlaufe. Weil bis jetzt finde ich auf jeden Fall dann wieder raus. Dann können wir die im Prinzip auch wieder mitnehmen. Obwohl, nee, wir sind hier noch nicht ganz fertig. Leuchte ich hier auch nochmal kurz aus. Hier haben wir noch
die Kohlevorkommen mal wieder, die wir noch bearbeiten müssen. Und ich glaube, ich gehe gleich trotzdem einmal kurz zur... da sind gerade mehrere rausgekommen, ne?